Hallo Menschen, heute kommt endlich der zweite Teil einer Videoreihe, die ich ursprünglich als eine Art Serie etablieren wollte, aber jetzt monatelang einfach schleifen ließ. Wie ihr am Titel des Videos seht, soll es heute um fünf kurze Bücher gehen, die man durchaus in einem Rutsch durchlesen kann. Das liegt natürlich immer auch daran, wie sehr einen das Thema so gefangen nimmt, aber ich habe sie, glaube ich, alle in einer Sitzung durchgelesen, beziehungsweise das eine so in eineinhalb, und die möchte ich euch heute empfehlen. Nummer 1 ist The Ocean at the End of the Lane von Neil Gaiman, was es inzwischen auch schon auf Deutsch gibt. Hier kommt ein erwachsener Mensch zurück in seine Heimatstadt, eigentlich wegen eines Todesfalls, aber darum geht es eigentlich nicht wirklich. Er läuft da dann so ein bisschen herum und kommt an die Straße, an dessen Ende eben so ein kleiner Teich eigentlich, vielleicht auch nur ein Tümpel liegt. Und er erinnert sich an das Mädchen, was er dort kennengelernt hat, was immer gesagt hat, das sei der Ozean am Ende der Straße. Das ist nicht das einzige Seltsame an dem Mädchen, sowohl sie als auch ihre Mutter und ihre Oma, die alle in einem Haus wohnen, also ein sehr weiblicher Haushalt, die scheinen alle so ein bisschen magische Kräfte zu haben. Wer allerdings Neil Gaiman kennt, weiß, dass es nicht bei diesem positiven "Och, die Ladies können alle zaubern" bleibt, sondern dass das sehr, sehr schnell etwas düsterer wird, auch bedrohlicher. Und unser Protagonist rutscht hierhin Dinge hinein, die er nicht mehr versteht, wo er nicht mehr weiß, wie er das kontrollieren soll. Und das Schöne ist, dass man bei dem hier speziell nie so richtig weiß, ist das jetzt wirklich passiert oder sind das eventuell nur kindliche Fantasien? Denn er ist ja inzwischen schon erwachsen und er konnte sich an viele der Ereignisse gar nicht so direkt erinnern. Erst als er den Ozean wieder sieht, wird das Ganze in ihm ausgelöst. Und man weiß als Leser einfach nie, was so wirklich Sache war, wer die Ladies nun sind, wie das alles so vonstatten ging, und bekommt von mir eine Empfehlung dafür, dass man erst so richtig hineingesogen wird. Hat was Bedrohliches, was Düsteres, und am Ende weiß man nicht so genau, was Sache ist. Als nächstes möchte ich euch empfehlen Die Kosmetik des Bösen von Amelie und Homp. Hier ist, ich glaube, sogar ein Geschäftsreisender, auf jeden Fall unser Protagonist quasi, der wegen einer Verspätung am Flughafen herumsitzt und plötzlich gesellt sich jemand zu ihm, der recht aufdringlich ist, ein Gespräch beginnt und man denkt am Anfang, okay, er ist vielleicht einfach nur ein nerviger Typ. Und wie es sich herausstellt, ist da aber noch mehr dahinter. Und das Schöne ist, hinten wird darauf beschrieben, wenn das Böse so fein hergerichtet ist, dass es für niemanden mehr als solches erkenntlich ist, sondern gepflegt und anständig daherkommt, dann erst wird es richtig gefährlich. Und genau darum geht es. Wir erfahren halt immer mehr, warum er ihn anspricht und was Sache ist. Das kann ich euch jetzt natürlich noch nicht erzählen. Aber ich kann noch einmal darauf hinweisen, dass auch bei dem hier, wie bei vielen Büchern von Amelie Nothomb, die Dialoge großartig sind. Das ist das, was meiner Meinung nach ihre Bücher ausmacht. Sie versteht es unglaublich gut, Gespräche wiederzugeben, auch ohne dieses langweilige "sagte er, sagte sie" am Ende. Und trotzdem weiß man, wie derjenige spricht, was gerade Sache ist. Und vielleicht auch so ein bisschen, was dahinter steht. Von mir eine absolute Empfehlung für Amelie Nothomb, auch einiges anderes noch von ihr, aber ich habe sie, glaube ich, schon so oft in die Kamera gehalten, dass jetzt auch mal gut ist. Ein mehr oder weniger Gedichtband muss bei kurzen Büchern natürlich auch mit dabei sein. Heute möchte ich empfehlen Hertha Müller, Vater telefoniert mit den Fliegen. Hier hat sie aus verschiedenen Zeitungsschnipseln eben Gedichte zusammengestellt. Und es klingt tatsächlich sehr anders als das, was sie so in ihren Romanen schreibt, aber trotzdem möchte ich euch eines schnell vorlesen, was mich sehr begeistert hat. Mutter sagt am Telefon: "Der Holunder blüht sich müd, zwei Sommer hast du schon verpasst. Wenn der Nachbar nach dir fragt, lüg ich, dass du Heimweh hast. Die Pendeluhr, die du so magst, habe ich verkauft. Sie tickt so laut, dass man nicht schlafen kann. Dann legt sie auf." Und so sind sie alle. Sind manchmal sehr abstruse Bilder dabei, die vielleicht halt schon auch so ein bisschen dadurch entstehen, dass sie hier Wörter und Wortgruppen zusammenhaut. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht gerade dadurch, dass es nicht so dieses übliche oder die üblichen Bilder sind, die man in Lyrik findet, sondern so ein bisschen was Verrücktes, und gefällt mir sehr gut. Als Vorletztes heute von George Orwell, Die Farm der Tiere. Ich bin ja jemand, der auch immer wieder die Dystopien in die Kamera hält, 1984 natürlich. Aber das hier ist aus einem anderen Grund schön, finde ich. Es ist eher eine Art Fabel, könnte man fast schon sagen, oder auch eine Parabel, in der die Tiere eines Bauernhofs die Menschen vertreiben und selbst die Kontrolle übernehmen. Anfangs beginnt das noch recht idyllisch, auch mit so Parolen wie "alle Tiere sind gleich". Und das verändert sich dann aber zunehmend und eine gewisse Sorte Tier übernimmt die Herrschaft, unterdrückt die anderen, und plötzlich wird halt die Regel "alle Tiere sind gleich" erweitert um "aber manche sind gleicher". Was natürlich eigentlich keinen Sinn ergibt, aber eine wunderbare, leicht absurde, aber immer auch halt mit einem ernsten Hintergrund Geschichte entwirft, das war kein gutes Deutsch, die tatsächlich ursprünglich mal geschrieben wurde, um die Zustände in der Sowjetunion, speziell den Stalinismus, zu kritisieren. Aber wenn man mal ehrlich ist, kann man das auf so viele Regierungsformen übertragen,
dass es eigentlich schon gruselig wird, wie weitsichtig er da war oder was man da alles hineininterpretieren kann. Ich mag es vor allem, weil es ist viel, viel leichter und lockerer geschrieben als 1984. Es steckt zwar genauso eine Gesellschaftskritik dahinter, aber irgendwie eher so ein bisschen auf eine neckische Art und Weise, wo halt am Ende die Frage aufkommt, was den Mensch eigentlich vom Schwein unterscheidet. Und das Letzte, über was ich reden will, das habe ich heute nicht da. Es ist das Winter Journal oder Winterjournal von Paul Auster, eine literarisch sehr aufgearbeitete Autobiografie, die mich begeistern konnte. Ich habe es ja mehrmals so mit Biografien funktioniert und die meisten finde ich in Ordnung, halt informativ, aber nie literarisch ansprechend. Und bei Paul Auster merkt man wirklich, dass er ein Schriftsteller am Werk war, der eben nicht einfach nur chronologisch seine Lebenszeit wiedergibt, sondern das Ganze zum Beispiel anhand von verschiedenen Narben, die er hat, erzählt. Also entweder hat er Unfälle gehabt oder was auch immer dahinter steht und dadurch rollt er sein Leben auf. Dann geht er zum Beispiel auch seine Wohnungen durch und erzählt, ja, was da passiert ist, was drumherum ist, warum er nun dort gewohnt hat. Und das Ganze ist halt einfach literarisch viel, viel ansprechender als die meisten, die ich kenne. Er behält den Ausdruck, den er in den Romanen hat, eigentlich bei. Es ist natürlich, vermutlich zumindest, eine dadurch irgendwie ein bisschen geschönte oder interessanter gemachte Art, sein Leben wiederzugeben, als jetzt zu sagen, da bin ich geboren, dann bin ich in die Schule gegangen und so. Aber ja, warum sollte ich sonst ehrlich gesagt ins Leben anderer Leute eintauchen, wenn sie das nicht ein bisschen schmackhaft machen? Also, obwohl ich sein Leben ja nicht übermäßig interessant finde, er ist halt ein Mensch, wie er sonst bestimmt auch nochmal vorkommt, war das durch die Art und Weise, wie er es geschrieben hat, und ich kann euch leider nichts mehr daraus zitieren, ja, fast schon großartig, muss ich sagen. Ja, und das waren die 40 Bücher, die ich euch vorstellen möchte. Für mich ist es immer ganz angenehm, zwischendrin auch mal was Kurzes zu lesen. Ich bin nicht so der Krieg- und Frieden-Typ, sondern mag das halt zwischendrin auch mal was Schnelles zu haben. Und die fünf kann ich euch absolut ans Herz legen. Ich habe auch bei der Recherche gemerkt, dass ich da noch sehr, sehr viele habe, die eigentlich alle empfehlenswert sind. Deswegen wird wohl irgendwann nochmal so ein ähnliches Video kommen. Recycle Your Books hat vor kurzem ein ähnliches Video gedreht, auch unter anderem mit Die Kosmetik des Bösen. Ich bin trotzdem immer wieder daran interessiert, falls ihr noch andere kurze habt. Ich meine, ihr kennt langsam vielleicht auch so meinen Stil, dann gerne her mit den Empfehlungen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.